for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Saba Black Iguana, ne? Also Iguana von den Saba-Inseln. Das ist eine Antilleninsel in der Karibik. Eine absolute Rarität an Leguanen. Sieht man wirklich selten bis fast nie. Ganz kleine Inselpopulation. Da gibt es einen Iguana-Züchter, der sich da ein wenig drauf spezialisiert hat und diese seltenen Insel-Iguanas züchtet. Und wie der Name schon sagt, Saba Black, also das, was man jetzt noch so dunkel sieht, wird noch viel schwärzer. Die Tiere werden so ja, schwarz-grau, ein bisschen grün noch mit drin. Wunderhübsche Iguana-Unterart, beziehungsweise im Moment noch Verbreitungsvariante. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die irgendwann auch als eigene Unterart bestimmt werden, im Moment noch nicht. Ich habe ihn euch, glaube ich, schon mal gezeigt, vor einigen Monaten bis Jahren. Mittlerweile ist er wirklich super schön gewachsen und deswegen wollte ich euch den heute noch mal wieder zeigen. Die Heatpanels sind ja gerade in aller Munde. Jeder will Heatpanels, jeder schreit nach Heatpanels, ist der Geheimtipp. Unser Thema heute, sind die wirklich so toll? Jetzt hier mal gleich zum Einstieg eine Bardagame bzw. eine Aldabra-Schildkröte. Ne? Einfach mal symbolisch. Es gibt einige Tiere, wo ein Heatpanel natürlich keinen Sinn macht. Ne? Also solche sonnenhungrigen Reptilien wie Landschildkröten, irgendwelche oder die meisten Echsen, vielleicht mal abgesehen von nachtaktiven Geckos, so wie Leopardgecko, Krallengeckos, die nachtaktiv sind, aber alle tagaktiven Echsen, alle tagaktiven Schildkröten, also Schildkröten sind meines Wissens alle tagaktiv, ich kenne keine, die es nicht wäre, da macht das Panel relativ wenig Sinn. Diese Tiere wollen Licht, die wollen jede Menge Licht, die wollen Wärme, die wollen UV-Licht und das kann ich natürlich nicht mit einem Heatpanel machen, sondern mache ich mit einem Strahler, ne? Also diese HID-Strahler, Mischlichtstrahler, damit mache ich die Wärme, damit mache ich die Lichtintensität, das UV-Licht und wenn mein Terrarium zu kalt ist, dann mache ich lieber nochmal eine Lampe rein, als dass ich jetzt anfange, ein Heatpanel da reinzuhängen. Weil, wie gesagt, diese Tiere, die verbinden die Wärme mit dem Licht und demzufolge soll die Wärme auch aus dem Licht kommen. Ja? Also bei diesen Tieren macht das Heatpanel keinen Sinn. Bei diesen hübschen Tierchen hier so ein, für die, wo es wissen wollen, Ultramel Champagne Pastel, Königspython zum Beispiel, aber auch für fast alle Schlangen, Boas, Pythons, auch für Kornattern, ja, so ziemlich jede Terrarienschlange. Mir fällt jetzt gerade keine Ausnahme ein, also von dem her, ich grenze es nochmal mit ziemlich ein, aber mir fällt keine Ausnahme ein. Da machen die Heatpanels wirklich Sinn, ne? Weil diese Tiere wollen vor allem die Wärme, da ist das Licht in Anführungsstrich zweitrangig. Ich mache eine Beleuchtung ins Terrarium rein. LED-Beleuchtung ist recht sparsam. Das ist im Moment, glaube ich, das Mittel zum Zweck. Oder aber ich kann auch irgendeine andere Beleuchtung, die auch noch ein bisschen Wärme abgibt, reinmachen. Aber um eine Grundwärme im Terrarium herzustellen, da wollen wir über Heatpanels sprechen. Ne? Da hat man jetzt jahrelang irgendwelche Heizmatten genommen oder irgendwelche Wärmestrahler genommen. Und wie gesagt, seit wenigen Jahren gibt es die Heatpanels, sind in aller Munde. Und mit dem Thema wollen wir uns jetzt heute befassen. Ich kriege auch wirklich täglich oder zu diesem Thema bekomme ich, ich glaube täglich ist nicht übertrieben, mindestens ein, zwei E-Mails, wo mich Kunden oder Terrarianer fragen, ja, wie viel Watt an Heatpanel brauche ich denn für mein Terrarium? Ja? Wie viel muss ich da reinmachen? Eine E-Mail möchte ich euch mal vorlesen. Da sind so die klassischen Fragen alle in einer Mail drin. Hat mich ein Kunde angeschrieben, ich bin mir unschlüssig in Bezug auf die Umstellung auf Heatpanels in meinem Terrarium, da ich nicht ganz weiß, ob ich die nötigen Leistungsstärken durch die großen Abmessungen in meinem Terrarium untergebracht bekomme. Mein Terrarium ist für meinen König
160 cm lang, 60 cm tief, 70 hoch, ne? Also 1,60 mal 60 mal 70. Eine Riesenkiste, by the way. Müsst ihr euch bewusst sein. Großes Terrarium, viel Energie. Wenn ich jetzt 2 mal 62 Watt einbaue, weiß ich nicht mehr, wohin mit meiner Beleuchtung, LED-Leiste, welche leider 65 cm lang ist und ich somit nicht quer setzen kann. Checke ich nicht ganz in dem riesen Terrarium, da passt ja die LED locker hinter die Panels. Außerdem kann ich keins an die Rückwand machen, da ich über die drei Seiten entlang einen ca. 15 cm breiten Balkon habe, der ziemlich mittig auf der Rückwand ist. Bin mir aber nicht sicher, ob ein 62 Watt starkes Panel und ein 38 Watt starkes reichen würden. Zudem hätte ich noch eine kurze Frage zu den Thermostaten. Die haben ja jeweils nur einen Steckplatz für Heizen. Kann ich da über eine Mehrfachsteckdose mehrere Heatpanels anschließen oder geht nur pro Thermostat ein Heatpanel? Ja? Also in dieser E-Mail sind wirklich eigentlich alle klassischen Fragen drin und die möchte ich euch jetzt Schritt für Schritt, möchte ich die mit euch besprechen. Also 1,60, 60, 70, wie gerade schon gesagt, ist echt eine Riesenkiste. 1,60 breit, 60 tief. 70 hoch, so müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, ich brauche jede Menge Energie. Der Verfasser dieser E-Mail hat von zwei Heatpanels gesprochen. Die werden in dem Fall gar nicht reichen. Das sind 120 Watt für dieses Volumen. Da ist er schon zu vorsichtig rangegangen. Bei 1,60, 60, 70 würde ich sagen, braucht er knappe 200 Watt an Heatpanel-Energie, um das Ding warm zu kriegen. Wenn man sich das Ganze jetzt als Strahler vorstellt, also ich, je nachdem, wie lange Erfahrung ihr in der Terraristik habt, auf 1,60 Meter auf dieses Volumen, würde ich mal behaupten, wenn der jetzt 200 Watt Strahler reinmachen würde, verteilt, ne, rechts, links, jeweils ein 100 Watt Strahler, selbst dann könnte er das Terrarium nicht gut gleichmäßig aufheizen. Dann hätte er zwar unter den Strahlern, hätte er vielleicht seine notwendigen 30 Grad, also das ist sogar noch fraglich, aber bis ganz unten kämen vielleicht die 30 Grad unterm Strahler hin, aber seitlich an den Rändern, da wären maximal 25 Grad noch oder sowas. Und wenn wir jetzt hier von Königspütern ausgehen, der will einfach eine Lufttemperatur, eine Schattentemperatur von 30, 31 Grad. Also mit 200 Watt Strahler würde ich das gar nicht gleichmäßig so beheizt bekommen. Die Heatpanels haben den Vorteil gegenüber einem Strahler, dass sie eine viel bessere Ausbeute an Wärme haben. Ein Panel mit 60 Watt bringt fast so viel Wärme, wie wenn ich einen 100 Watt Strahler oben hinhänge. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt sage, für die Größe von Terrarium, das wäre ungefähr, wie wenn ich 300 Watt an Strahler reinmache. Ich glaube, das ist das, was in der Größe von Terrarium benötigt wird. Oder laut meiner Erfahrung brauche ich diese Menge an Energie, also wie gesagt 180 Watt an Heatpanel, beziehungsweise würde ich es mit Strahler heizen, würde ich knappe 300 Watt brauchen. So viel Energie muss ich einfach investieren, um diese Riesenkiste warm zu kriegen. Ein wichtiger Punkt, die Heatpanels oder die gängigsten Heatpanels, die wir haben, sind 60 Watt stark und haben eine Fläche von 40 mal 60 cm, ne? 40 breit, 60 cm lang. Jetzt kommt Hänschen schlau und sagt, ja, dann nehme ich doch einfach, es gibt auf dem Markt auch Panels, die haben 100 Watt oder 150 oder gar 200 Watt. Warum nehme ich nicht einfach so ein großes Panel, anstatt mir, wie jetzt in dem Fall bei dem Terrarium, ich habe von drei Heatpanels gesprochen, einer, der schlau ist, sagt, da kaufe ich mir ein stärkeres, dann habe ich ja die gleiche Wattzahl und spare Geld dabei. Schlau gedacht, aber auf den zweiten Blick leider nein. Das Tolle an diesen Heatpanels ist ja einfach, also das hier ist die warme Seite, die wird heiß, aber so heiß, dass ich drauf fassen kann. Ja, also ich kann meine Hand drauf lassen, noch ist alles gut. Wenn ich das jetzt eine halbe Stunde mache, dann tut es mir langsam schon weh an den Finger, aber ich kann drauf bleiben. Wir haben jetzt hier eine Umgebungstemperatur von gut 20 Grad. Im Terrarium, wo ich 30 Grad habe, wird die Oberfläche vielleicht noch mal gleich ein bisschen heißer werden. Da wird es mit dem Drauffassen dann schon knapp.
Aber man kann es vergleichen in der Natur, zum Beispiel ein Stein, wo die Sonne drauf strahlt, das kennt ihr bestimmt auch, Sommerferien, ne? wenn die Sonne mittags um 2 auf den Boden knallt und ihr lauft barfuß, dann kann der Stein aus saumäßig heiß werden. Ich glaube, so kann man es ungefähr vergleichen. Das ist eine Temperatur, die gibt es in der Natur, die kann in der Natur vorkommen. Das kann auch ein Tier kann das aushalten, ne? Wenn ich die jetzt mal hier so ranhalte, ihr merkt, die hat da jetzt keine übermäßigen Berührungsängste, aber sie wird sicherlich merken, oh, das ist mir zu warm und wird langsam wegkriechen, aber sie verbrennt sich nicht in dem Moment. Um das Ganze noch etwas seriöser zu machen, messen wir das mal mit so einem Mini-Flash-Thermometer. Zeigt mir 41,9 Grad an, 42 Grad. Ich muss gestehen, das ist was wir nicht davor geübt haben. Also 42 Grad. Ich persönlich würde die Oberfläche heißer einschätzen wie 42 Grad, weil der Mensch hat Körpertemperatur 37. Also ich glaube, das ist mehr wie 5 Grad Unterschied. Also ich hätte jetzt hier eigentlich auf runde 50 Grad getippt. Ich könnte mir vorstellen, dass das wegen der technischen Sache ist, dass diese Infrarotthermometer zu arg abgestrahlt werden hier. Und die Wärme gar nicht so richtig messen können. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt ein Panel mit 100 Watt, hat ungefähr die gleiche Größe und hat 100 Watt. Das ist fast die doppelte Leistung oder ist ca. 80% mehr an Leistung. Das heißt, die Oberflächentemperatur wäre auch meine Milchmädchen-Bananenrechnung, aber wäre dann ja zwangsläufig auch fast doppelt so warm. Ne? Dann habe ich nicht hier irgendwelche erträglichen runde 50 Grad, sondern habe hier eine Oberflächentemperatur von 70, 80 Grad. Das ist dann schon wieder so heiß, dass ich mich dran verbrenne, dass sich das Tier dran verbrennt oder aber, dass in meinem Terrarium vielleicht die Gefahr besteht, das Panel brennt mir durch oder das Holz, wo ich es dran mache oder so, brennt durch. Definitiv keine gute Idee. Diese Maße 60 mal 40 mit dieser Leistung 60 Watt ist aus meiner Sicht perfekt. Alles drüber raus ist riskant oder fahrlässig oder sinnlos. Ich kann nicht sagen, ich spare hier, ich stecke hier jetzt einfach mehr Energie rein, das ganze Ding wird heißer, dass ich mein Terry besser heizen kann. Geht nicht, weil dann die ganzen Vorteile, die es hat, man kann sich nicht verbrennen, es kann nicht brennen. Für die Tiere ist es sicher, diese ganzen Vorteile habe ich dann nicht mehr. Ja. Das heißt, ich muss, je größer das Terrarium ist, desto mehr Panels muss ich verwenden. Ja. Beziehungsweise theoretisch könnten wir jetzt als Hersteller sozusagen ein Panel machen, das einiges größer ist oder doppelt so groß und dann die doppelte Leistung. Wird dann allerdings wieder für viele Terrarien unpraktisch, dass es genau reinpasst. Ne. Man muss ja immer diese Kantenlänge beachten, macht nicht unbedingt Sinn. Deswegen dann hänge ich einfach zwei so große Panels rein. Beziehungsweise bei meinem Kunde von vorher mit dem 1,60 Meter muss ich drei reinmachen. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Standardmäßig hängt man ja die Panels oben hin an die Decke vom Terrarium. Ja, werden die oben hin geklebt oder geschraubt. Wir bieten so Schrauben dazu an, ne? Die passen hier in die Löcher rein, dann kann man es beim Holzterrarium festschrauben. Ne? Das ist hier so ein Klemmverschluss, steckt man hier das Ding, so ein Stift rein, Schraube durch, kann man es festschrauben und kann es wieder wegmachen. Oder ich klebe es einfach hin, einfach mit Silikon oder dem Terrafix, ne? der giftfreie Kleber, streiche ich hier ein bisschen ein, klebe es an die Decke, klebt das Ding da oben, alles gut. Ich finde das Kleben manchmal fast praktischer, um ehrlich zu sein. Wenn ich irgendwann das Panel wieder abmachen will, kann ich es ja mit einem dünnen Messer wieder den Kleber abschneiden oder man kann mit einer dünnen Nylonschnur zum Beispiel das durchziehen, kann den Kleber so entfernen. Von dem her kleben meiner Meinung nach oft praktischer. Bei Glas muss ich sowieso kleben. Was ich gerade sagen wollte, in einem Terrarium bis 50 cm Höhe kann ich es oben an die Decke hinmachen. Das ist die schönste Lösung, dann stört es mich optisch nicht vom Blick ins Terrarium rein.
ist wahrscheinlich die galanteste Lösung. Ist mein Terrarium höher wie die 50 cm, 60 cm oder 80 oder 70 wie vorher, dann kommt hier unten nicht mehr allzu viel von der Wärme an. Ja. Klar, wenn ich hier eine Oberflächentemperatur von 50 Grad habe, die strahlt nicht unendlich weit bis an den Boden runter. Machen übrigens die Strahler, die wir so standardmäßig früher verwendet haben, da hatten wir das gleiche Problem. Da haben wir vielleicht 20, 30 Zentimeter mehr, was wir höher gehen können. Aber letztendlich haben wir auch das gleiche Problem. Ne? Dann habe ich die Hitze, habe ich dann oben unter der Decke, unten auf dem Boden, wo die Tiere leben, kommt keine Hitze an. Deswegen muss ich hingehen und ab 60 cm Höhe die Panels entweder an die Rückwand machen oder an die Seitenwand. Wenn ihr ins Terrarium reinschaut und guckt auf so ein Panel, optisch nicht gerade das Highlight, gebe ich zu. Man kann das ja, wenn man will, man kann es noch anmalen. Ne? Diese Fläche hier, wenn ich die mit einer giftfreien Farbe anmale oder irgendwelche grünen Pflanzen drauf mal, sicherlich eine Lösung. Ich kann es natürlich durch die Struktur im Terrarium ein bisschen versuchen zu verdecken mit irgendwelchen Wurzeln, sonstiges. Ihr solltet es natürlich nicht abdecken, weil die Wärme soll ja ins Terrarium. Aber ich komme nicht drum rum. Ich muss die Wärme, so wie man es ja auch in einem Wohnhaus zum Beispiel macht, ne, die Heizkörper hat man ja auch auf dem Boden, nicht unter der Decke, muss ich im Terrarium auch einfach so machen. Das ist rein physikalisch, Wärme steigt auf. Also mache ich die Heizelemente unten hin, um das Terrarium bis nach oben zu wärmen. Habe ich die Wärme nur oben, Wärme fällt nicht nach unten, sondern steigt auf. Habe ich die Heizelemente oben, bleibt es unten kalt. Ja. Also Heatpanels bei einem großen Terrarium, wie jetzt auch der Kunde wo geschrieben hat, mache ich dann an die Rückwand oder auch an die Seitenwand vom Terrarium. Ja, wenn ich ein ganz großes habe, kann ich eins rechts, eins links, zwei Stück an die Rückwand zum Beispiel machen, macht am meisten Sinn. Oder ich mache, wenn das gerade so an der Grenze ist, bei 50, 60 cm Höhe, mache ich eins an die Rückwand und eins an die Decke. Dann habe ich das auch einigermaßen gut die Temperatur verteilt. Wir haben jetzt hier nochmal gleich ein bisschen umgebaut und hatten eine gute Idee, also eben diese silberne Oberfläche, die reflektiert den Infrarot. Jetzt haben wir hier so ein Klebeband drauf gemacht, so ein Stückchen. Und jetzt kann ich besser messen. Also der Thermometer war nicht schuld, 49,1. Ja, je nachdem, wenn ich ein wenig rumspiele, 48, gerade eben war es 50, vielleicht auch gleich wenn je nach Stelle. Genau, also so 49 Grad zeigt er an. War ich mit meinen 50 Grad doch ganz gut in meiner Schätzung. Also das ist so die Oberflächentemperatur, die diese Panels haben. Dann noch mal was zu, jetzt gerade habe ich gesagt, große Terrarium, das mit 1,60 Meter, 1,70 Meter, ist für mich schon ein recht großes Terrarium. Dann gibt es aber auch, ich hatte letztens einen Kunde da, der hat für einen Tigerpüter ein ganz großes mit 3 Meter mal, ich weiß nicht, 1,50 oder sowas gebaut. Ich glaube, der hat alles in allem, wenn ich mich recht erinnere, hat dann 6 Panels, glaube ich, reingemacht, an die Seite, an die Rückwand. Also hat den Bereich des Terrariums so mit Panels umrahmt sozusagen. Hat echt ein perfektes Klima da drin, weil das halt schön gleichmäßig von der Seite in das Terrarium das Terrarium erwärmt, die warme Luft steigt auf, hat da wirklich ein tolles, gutes Terrarienklima da drin. Noch zum Punkt der Kosten. Zwei wichtige Punkte, was die Kosten betrifft. Selbst wenn ich mir 5, 6 so Panels hole, ne, so ein Panel kostet gute 60 Euro, wenn ich 6 Stück kaufe, bin ich bei gut 360 Euro. Also 6 Panels für das Riesen- oder für das Zimmerterrarium, das ich gerade gesagt habe. Ich glaube, für so ein riesiges Terrarium 360 Euro für die Heizung ausgeben, ist nicht viel. Oder der andere Kunde mit seinem 1,70 Meter Terrarium, wenn der sich 3 Panels kauft und 190 Euro für die Heizung ausgibt, finde ich das absolut okay und notwendig, weil die Heizung ist im Schlangenterrarium zumindest das A und O, der wichtigste Punkt. Ne? Die zweite Sache, was die Kosten betrifft, ich habe es vorher schon angesprochen, ein Wärmestrahler mit 100 Watt
bringt ungefähr so viel wie ein 60 Watt Panel. Das heißt, ich spare mit dem Panel ungefähr 30% an Energie, ja, durch diese große Fläche. Dadurch, dass das Panel die Wärme so großflächig abgibt und nicht auf so eine kleine heiße Stelle abgibt. Ein weiterer Vorteilspunkt dazu: Diese Strahler, die extrem heiß werden, trocknen natürlich die Luft unheimlich aus. Habe ich eine mildere Hitze, wird die Luft nicht so ausgetrocknet. Ich habe es ein bisschen leichter. Meine hohe Luftfeuchtigkeit, die ich ja für Riesenschlangen brauche, mit diesen Panels hinzukriegen. Noch ein ganz wichtiger Aspekt oder ein guter Aspekt, diese Strahler, die auch Licht ab, also die Keramikstrahler, das wissen die Insider, die gehen zum Glück nie kaputt. Solche, sage ich mal, mehr oder weniger Glühbirnen oder Spotstrahler, die gehen einfach alle 3 bis 6 Monate kaputt im Idealfall, ne? Das heißt, ich kaufe mir alle 3 bis 6 Monate eine neue Lampe, dann kann ich mir eigentlich auch so ein Panel kaufen, dann habe ich unterm Strich nach, ja, wenn wir die Anschaffungskosten sehen, auch nach einiger Zeit schon gespart, ne? Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Die Panels gehen wirklich nie kaputt. Wir haben schon, ich denke, Tausende verkauft, ich glaube noch nicht ein einziges Panel, was kaputt ging in all der Zeit, ne? Also ihr dürft es gerne posten. Angenommen, ihr habt unsere Panels. Wenn ihr jemals ein kaputtes habt, schreibt es unten unter die Kommentare, bin ich echt gespannt. Ich glaube, meines Wissens gibt es noch nicht ein einziges. Also könnte höchstens sein, dass nach der 2-Jahr-Garantie irgendjemand von euch mal ein kaputtes hatte. Aber selbst dann hört man das ja normalerweise. Ich glaube, es gibt keine kaputten Panels. Die halten wirklich ewig, da kann eigentlich nichts groß dran kaputt gehen. Und von dem her, ich denke, vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren werden auch mal kaputte Panels unterwegs sein, die 10 Jahre im Terrarium hingen. Aber bis jetzt nein. Dann gibt es natürlich verschiedene Größen. Ich rede jetzt immer hier von dem großen 60 Watt Panel. Es gibt auch kleine mit 20 Watt zum Beispiel. Die sind dann 30 mal 30 von der Fläche. Also für so ein kleines Terrarium, wo ich vielleicht nur 30, 35 Zentimeter Tiefe habe, dann gibt es auch kleine Panels. Aber mit Abstand das gängigste ist das große Panel, weil die meisten Terrarien ja 80 oder 1 Meter sind. Und dann muss ich natürlich schon mit 60 Watt angreifen und kann mit 20 Watt, da kann ich nicht allzu viel erreichen. Also energietechnisch ist 20 Watt nicht viel. Also kommt nicht auf die Idee, wenn ihr ein großes Terrarium habt, hier irgendwelche 20 Watt Panels reinzumachen, kommt da nicht weiter mit. Ja? Von allem anderen sind die 20 natürlich gleich. Ihr seht von der Fläche her, das hat ungefähr ein Drittel der Fläche wie das 60er, hat 20 Watt. Also hat es die gleiche Oberflächentemperatur, alles gleich. Ihr könntet theoretisch, könntet ihr natürlich auch 3 mal 20 Watt reinmachen statt 1 mal 60, dann habt ihr den gleichen Effekt. Aber dann müsst ihr natürlich auch 3 Panels kaufen. Das macht in dem Fall wahrscheinlich weniger Sinn. Es sei denn, manche Leute haben ein relativ flaches Terrarium, das nur 40 tief ist. Dann passt kein 40 cm tiefes Panel rein. Dann muss ich leider zu den kleineren greifen und 2, 3 Panels davon reinmachen. Abschließend noch gesagt, das Ganze hört sich jetzt nach einer riesen Werbeveranstaltung für Heatpanels an. Das soll es eigentlich gar nicht sein. Also ich merke hier selber, wenn ich rede, das wird immer mehr zur Hurra, die Panels sind so super Tour. Ist nicht die Intention dieser Reptil-TV-Sendung hier, diese Werbung zu machen. Die Panels verkaufen sich eigentlich von ganz alleine, brauche ich gar nicht groß Werbung dafür machen. Es ist einfach so, es ist im Moment für Schlangen das Beste, wie ihr heizen könnt. Wenn ihr bessere Ideen habt, wie man ein Terrarium beheizen kann oder bessere Heizquellen wisst, dann lasst es uns gerne wissen. Also postet es hier unten drunter. Ich bin für alles offen, ich freue mich. Vielleicht gibt es noch bessere Produkte, dann werden wir die gern nehmen, verwenden, anpreisen. Aber ich denke im Moment, und damit zurück zum Titel der Sendung, sind die Heatpanels wirklich so super? Ja, die sind so super, weil also speziell diese eigentlich 60 Watt Panels, die sind einfach perfekt. Die sind von der Oberflächenwärme perfekt, die sind vom Kaputtgehen her perfekt, die machen ein perfektes Klima. Aus meiner Sicht im Moment nichts Besseres für die Terraristik oder für die Schlangenterraristik wie diese Panels.
Wir haben gerade von mehreren Panels gesprochen und das war ja auch eine Frage von meinem Kunden, der mir die E-Mail gesendet hat. Wie mache ich das, wenn ich mehrere Panels anschließen will? Mache ich das über einen Mehrfachstecker? Ja, genau. Ihr steckt einfach so viele Panels ihr habt in eine 3er, 4er, 5er Steckdose. Nehmt diese Mehrfachsteckdose, steckt diese in den Thermostat und dann könnt ihr über den Thermostat die ganzen 4, 5 Panels regulieren. Die Thermostate, achtet drauf, die gehen bis 300 Watt, 500 Watt, je nachdem. Das ist eigentlich so die einzige Hürde, die ihr beachten müsst. Also ihr dürft nicht 10 Panels anschließen an den Thermostat, der bloß bis 500 Watt geht. Dann wäre er bei 10 Panels, wäre er bei 600 Watt, wäre er drüber. Das dürft ihr nicht machen, aber ansonsten spricht nichts gegen die Mehrfachsteckdosen. Was auch eine gute Möglichkeit ist, wenn ihr wisst, ihr habt jetzt als Beispiel 3 Panels drin, eine gewisse Wärme braucht ihr eh im Terrarium, dann könnt ihr auch 1 oder 2 Panels 24/7 laufen lassen, also rund um die Uhr laufen lassen, die eh immer notwendig sind und das dritte oder vierte Panel oder 1 oder 2 von den vorhandenen Panels könnt ihr über den Thermostat laufen lassen. Also dann tut er mit einem Teil der Panels einfach die Grundwärme herstellen, die laufen Tag und Nacht immer volle Pulle und ihr habt, wie gesagt, also großzügig gerechnet, 1, 2, 3 Panels, was ihr halt braucht, um zu steuern, die ihr über den Thermostat laufen lasst. Ja. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Lösung, weil ich denke, dass das vielleicht noch ein gleichmäßigeres Klima macht, wie wenn ich alle 5, 6 Panels über den Thermostat laufen lasse. Ja. Eine wichtige Frage, die nicht in der E-Mail drin war, fiel mir gerade noch ein. Wir haben ja hier die Temperatur gemessen, mache ich gerade nochmal hier auf dem Klebeband, also knappe 50 Grad. Viele fragen, wie warm wird es denn auf der Rückseite? Ne? Kann mein Holz das Schmoren anfangen? Das lag jetzt die ganze Zeit sogar umgedreht da. 27,9 Grad hat es. Das merkt man, wenn man da drauf fasst. Das fühlt sich noch nicht einmal warm an. Ja. Also egal, wo ich messe, das ist jetzt auch eine schwarze Fläche, da brauche ich auch jetzt nichts mit Klebeband oder die reflektiert nicht. 27,6 Grad, also das Ding ist absolut sicher. Das ist in die Richtung isoliert. Die Wärme geht wirklich geht nach unten, wo sie hin soll. Und hier oben bleibt das Ding schön kalt. Habt ihr wirklich kein Risiko in eurem Terrarium. Auch wenn ihr das auf Holz oder was weiß ich was klebt, da passiert nichts, da brennt nichts. Absolut sicher. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.